Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ein neues Video aus der Reihe Gesundheit und Krankheit. Das ist ja eine neue Unterreihe seit einiger Zeit und ich möchte hier ein paar Hinweise geben dazu, was es mit Gesundheit und Krankheit so auf sich hat, was man vielleicht tun und beachten kann. Das Ganze sind keine medizinischen Empfehlungen oder Ratschläge im vordergründigen Sinne, auch nicht psychologisch, sodass Sie gleich da in eine Apotheke rennen können oder sich selber behandeln können, sondern es soll Ihnen Hinweise geben, worauf Sie dann selber entscheiden, ja, ich gehe da mal zu einem Arzt oder ich gehe auch mal zu einem Psychologen. Heute ein eher psychologisches Thema wieder, nämlich die Frage, was hat es denn mit Psychotherapie auf sich? Ich bin doch nicht verrückt, ich brauche doch keinen Therapeuten. Ja, ich bin doch nicht verrückt, ich brauche keine Therapie. Vielleicht haben Sie das selber auch schon mal gesagt, weil Ihnen vielleicht irgendjemand empfohlen hat, komm, mach doch mal eine Therapie, vielleicht auch in der Partnerschaft, komm, lass uns doch mal zum Therapeuten gehen. Und dann sagt man so, in Klammern häufig Männer, bin ja auch einer, deswegen darf ich das hier sagen, sagt man dann so, ich bin doch nicht verrückt, was soll ich denn beim Therapeuten? Darum soll es heute gehen. Ich möchte Ihnen vermitteln, dass es nicht darum geht, wenn man zu einem Therapeuten geht, dass man dabei verrückt ist oder verrückt wird oder ähnliches, sondern dass es eine sehr wertvolle Möglichkeit sein kann, mit sich selber, mit seiner Umwelt, mit seinen Mitmenschen, auch natürlich in der Partnerschaft, besser klarzukommen. Viele Menschen haben seelische Probleme, teilweise schon ganz, ganz lange im Leben. Teilweise vielleicht aber auch erst seit Jahren, teilweise erst seit kürzlicher Zeit. Was kann das sein? Nun ja, viele Menschen haben schon als Kind, als junger Mensch erlebt, was es bedeutet, vielleicht nicht ernst genommen zu werden. Dass die eigenen Gefühle nicht ernst genommen wurden. Vielleicht, dass einem Jungen gesagt worden ist, hör auf zu heulen, Männer weinen nicht oder irgend sowas. Was aus heutiger Sicht nicht wirklich hilfreich ist, denn es kann dazu führen, dass dieser Mensch, dieser Junge, dieser Mensch dann im Laufe des Lebens, ja, es gelernt hat, quasi seine Gefühle zu unterdrücken. Und Männer, die heute etwas älter sind, kennen das. Und deren Partnerinnen kennen das auch, dass man nämlich, ja, schlecht seinen Gefühlen freien Lauf lassen kann. Und wenn man eigentlich als Mann vielleicht dabei ist, doch Tränen zu vergießen, man will das aber nicht, dann kann man das häufig nur erreichen, indem man hart wird und ein bisschen aggressiv und die Dinge etwas drastisch vielleicht formuliert. Ach, lass mich in Ruhe, mir geht's gut. Ja. Nur mal als Beispiel. Auch Frauen kann das natürlich gehen, aber im Vergleich Männern etwas häufiger. In den letzten Jahrzehnten hat sich an dieser Stelle etwas verändert, nicht sehr viel oder noch nicht sehr viel, aber immerhin, jüngere Männer sind durchaus in der Lage, heute mal die ein oder andere Träne zu vergießen und nicht alles nur in Aggressivität, im Schimpfen und was weiß ich nicht alles dann rauszulassen. Trotzdem kann es sein, dass man sich in so einer Verhaltensweise ja ein bisschen wie gefangen fühlt, weil man es nie anders gelernt hat. Vielleicht möchte man seine Gefühle äußern. Vielleicht möchte man einmal sagen, du, ich bin traurig, ich könnte heulen, ich bin verzweifelt, ich bin deprimiert und depressiv. Aber entweder ist keiner da oder man traut es sich nicht. Oder aber der Mensch, der halt da ist, ja, der ist vielleicht nicht so vertrauenswürdig oder dem schenkt man vielleicht nicht dieses Vertrauen. Und manchmal ist es auch in der Partnerschaft einfacher, die eigene Nacktheit darzustellen, und zwar die körperliche, aber nicht sich vor dem anderen seelisch auszuziehen, um dann zu sagen, du hör mal, mir geht's ganz mies, ich bin traurig und ich muss jetzt einfach mal was loswerden. Wie gesagt, auch das schon in einer Partnerschaft und da ist es eigentlich auch ein bisschen häufiger das Problem. Aber auch, und das habe ich jetzt vorhin gemeint mit in den letzten Jahren, auch im Bereich der Arbeit am Arbeitsplatz. Die Belastungen am Arbeitsplatz haben teilweise drastisch zugenommen. Nicht nur durch oder seit Corona, sondern einfach in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Die körperlichen Belastungen haben teilweise abgenommen. Dafür sind die seelischen oder besser psychischen Belastungen, die geistigen Belastungen haben zugenommen. Geistig, damit meine ich jetzt die Konzentration, Dinge schnell zu bearbeiten und trotzdem alles noch richtig zu machen, auf mehrere Dinge gleichzeitig zu achten, was eigentlich aus der Sicht des Gehirns gar nicht geht, wenn es ganz ungewohnte Dinge sind. Ich kann, um das mal in Klammern zu sagen, durchaus gehen und mich gleichzeitig unterhalten. Da ist das Gehen aber
eine routinierte Tätigkeit. Wenn ich jetzt, wie ich das von vielen zum Beispiel Schlaganfallpatienten kenne, die sich auf das Laufen konzentrieren müssen, dann können die nicht nebenbei noch reden. Das klappt dann einfach nicht. Das heißt, die Teilung der Aufmerksamkeit ist hiermit etwas Vorsicht zu genießen. Aber im Berufsleben, jetzt mal wieder zurück zu halbwegs gesunden Menschen, im Berufsleben kann das durchaus dazu kommen, dass irgendein Chef vielleicht sagt, ja, das müssen Sie doch können, zwei, drei Sachen gleichzeitig. Nee, das geht nicht. Wie gesagt, nur wenn das eine aus absoluter Routine heraus ist und dann das andere vielleicht ungewohnt oder neuer ist, dann kann es funktionieren. Aber nicht, wenn ich fünf, sechs, sieben Sachen gleichzeitig machen muss, die dauernd ihre Eigenschaften verändern, wo ich da mal hinhören muss, da zugucken muss, da irgendwas erledigen muss und dann gleichzeitig noch überlegen muss, wem erzähle ich das jetzt, wo kriege ich noch Informationen her. Das geht alles nicht gleichzeitig. Die Routine erleichtert das, aber es geht alles nicht gleichzeitig. Dafür ist unser Gehirn nicht gemacht. Jedenfalls nicht, wenn es, wie gesagt, eher ungewohnte Dinge sind oder zumindest solche, die nicht so sehr routiniert sind. Hängt natürlich auch mit der Erfahrung zusammen und auch mit der Arbeitsdauer. Wenn ich die gleiche Arbeit schon 20 Jahre mache, dann ist das vielleicht eher eine Routine und eher automatisch, als wenn ich das erst ab einem Jahr oder so mache oder noch kürzer. Also das kann dann durchaus Stress verursachen und wenn man halt den Eindruck hat, Mensch, ich kann jetzt keinem sagen, dass ich diesen Stress habe, dass es mir zu viel wird, dann schlucke ich das vielleicht runter, lasse das aber an anderer Stelle raus, zum Beispiel in der Familie zu Hause, wo ich dann vielleicht grummelig bin, ärgerlich bin und auch mal was Aggressives, impulsiv rauslasse und die anderen wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. An dieser Stelle brauche ich eigentlich nur Ruhe und Erholung, aber die habe ich vielleicht nicht oder die ist nicht ausreichend. Aber vielleicht denke ich auch, ich muss jetzt das und jenes noch machen und zu Hause, naja, da muss ich am Haus noch arbeiten und im Garten muss was zu tun und das Auto muss in die Werkstatt und da muss die Steuererklärung noch gemacht werden und da will der noch was und die noch was und das noch was. Wenn man sozusagen alles sehr gleichwertig nimmt, wenn man also sagt, ja, alles ist gleich wichtig, ne, und ich muss alles schaffen, ich muss alles bewältigen, dann hat man möglicherweise mittelfristig, auf jeden Fall langfristig, ein Problem, wenn man selber schon merkt, mir wird das zu viel, oder wenn andere Menschen um einen herum einfach sagen, du, hör mal, du verhältst dich in der letzten Zeit so komisch, mach doch mal eine Therapie. Na, da kommt dann sowas schon. Und man selber sagt dann, ich schaff das, ich kann das, das ist keine Frage, ich kann das. Aber eigentlich im tiefsten Innern merken manche, ich kann das nicht, ich schaff das nicht, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das Reden, das hilft doch nicht. Ich muss irgendwie weniger arbeiten und weniger Zeit für die Arbeit und dann muss das noch weniger, aber das geht ja nicht. Ich muss doch Geld verdienen und so weiter. Da steckt man quasi in einer Gedankenspirale drin und kommt da alleine nicht raus. Tatsächlich können da die Angehörigen nicht immer helfen, so liebevoll die das vielleicht versuchen mögen, aber das klappt häufig nicht. Da braucht man an dieser Stelle wirklich einen Fachmann oder eine Fachfrau. Und das kann eben eine psychologische Therapie sein. Komme ich gleich noch drauf. Ich hatte noch einen dritten Punkt angesprochen, ganz kurzfristig könnte zum Beispiel eine Situation auftreten, mit der ich nicht gut klarkomme. Das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Arbeitslosigkeit sein, ein Jobverlust, wo ich aber vielleicht in eine andere Stadt ziehe, ganz kurzfristig, um einen neuen Job aufzunehmen. Puh, das kann ganz schön heftig sein. Gut, das ist in der Regel relativ kurzfristig, sagen wir mal, zu erledigen. Aber es kann sein, dass ich mich scheue oder vielleicht Angst habe, was falsch zu machen und dann diesen Job wieder zu verlieren, sodass ich ja, mich mehr anstrenge als notwendig ist und da in Stress reinkomme und dann vielleicht Herzbeschwerden bekomme. Aber eben nicht, weil ich herzkrank bin, sondern weil der ganze Stress auf mich so einwirkt. Aber es kann auch sein, dass vielleicht eine Streitigkeit in der Familie ist mit dem Partner, mit der Partnerin und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich komme einfach nicht klar damit. Es kann aber auch eine eigene Erkrankung sein. Jetzt nicht gerade nur ein Schnupfen oder eine Grippe, die in zwei Wochen weg ist. Auch ein gebrochenes Bein, das kriegen wir problemlos seelisch einigermaßen verkraftet. Aber wenn es eine schlimme Erkrankung ist, mit der ich vielleicht einige Wochen im Krankenhaus bin, wo ich vielleicht hart an der Grenze zum Überleben gestanden habe, wo ich vielleicht noch im Koma gelegen habe und dann nach einigen Wochen oder Monaten langsam wieder zu mir komme und das Sprechen und das Essen und das auf Toilette gehen und das Gehen und so weiter erst wieder neu lernen muss. Das sind Dinge, die schaffe ich alleine vermutlich nicht. Es gibt manche Menschen, die schaffen das nicht problemlos, aber die schaffen das mit eigenen Mitteln und sagen, nee, ich brauche keine Unterstützung und keine Hilfe, ich brauche nur die Therapeuten, also jetzt Physiotherapie mal als Beispiel.
in der Reha-Einrichtung, aber ansonsten brauche ich keinen Psychologen. Das kann sein, aber eben nicht alle. Und deswegen kann es sehr sinnvoll sein, sich selber mal zu prüfen, wo stehe ich in meinem Leben, was habe ich für Belastungen, wo kommen die her, kann ich die vielleicht mit demjenigen, mit dem ich vielleicht die Belastung habe, klären, also besprechen, ins Gespräch kommen. Vielleicht gibt es da mal ein klärendes Gewitter, aber danach ist die Stimmung vielleicht wieder so, dass man sagen kann, okay, jetzt haben wir uns ausgesprochen, jeder weiß, woran er ist, jeder weiß die Bedürfnisse des anderen. Das kann am Arbeitsplatz genauso sein wie in der Partnerschaft, in der Familie. Und dann hat sich das wieder gelöst und wir sind alle ein wenig entspannter und können damit weniger Stress rangehen. Sollte das aber nicht funktionieren, dann kann durchaus eine psychologische Behandlung sinnvoll sein. Nicht, weil man an dieser Stelle verrückt wäre. Verrückt sein ist was komplett anderes, da will ich jetzt hier gar nicht drauf eingehen. Sondern das, was ich jetzt angesprochen habe, wenn man aus Überlastung heraus einfach nicht mehr kann, dann kann es sein, dass man in eine Depression reinrutscht. Das hat mit Verrücktsein nichts zu tun. Es kann sein, dass man in Ängste hineingerät. Auch die haben mit Verrücktsein nichts zu tun. Höchstens im allgemeinen Sinne oder besser gesagt noch im wörtlichen Sinne des Wortes verrückt, nämlich verrückt. Das heißt, wie man einen Schrank verrückt, ne? Weil er da, wo er steht, nicht gut steht oder so. Aber dann steht er vielleicht im Weg. Und so steht man sich selber manchmal im Weg. Man ist sozusagen verrückt. In Anführungszeichen bitte verstehen, und weiß dann nicht, ja, wie komme ich denn jetzt wieder normal in mein normales Fahrwasser zurück, was mache ich denn jetzt? Und dann steht man da und weiß es nicht und macht sich Gedanken und grübelt und kann deswegen nicht gut schlafen und hat vielleicht dann deswegen wiederum Probleme in der Partnerschaft, auch in Klammern genannt, weil die Sexualität dann vielleicht nicht gut klappt, wegen des Stresses, weil man sich so viele Gedanken macht und man sich auf den anderen nicht einlassen kann, neben vielen anderen Dingen. Und dann, spätestens dann, kann es sehr sinnvoll sein zu überlegen, kann ich vielleicht eine psychologische Behandlung brauchen? Und noch einmal, nicht weil sie dann verrückt wären, außer in diesem speziellen Sinne des Wortes, verrückt, also aus dem normalen Leben herausgerückt und ich weiß nicht, wie ich da wieder reinkomme, dann kann es sehr sinnvoll sein. Was heißt jetzt psychologische Behandlung? Manche Menschen sagen, was hilft denn reden? Ja, es kann sein, dass dem einzelnen Menschen Reden wirklich nicht hilft. Dann hilft vielleicht ein spezielles Tun, eine Übung. Und auch das kann Bestandteil einer psychologischen Behandlung sein. Es gibt auch Gruppentherapien, Gesprächsgruppen, in denen man sich austauschen kann und dann versteht, Mensch, da gibt es 10 andere und ich bin der 11., 10 andere in der Gruppe, denen geht es irgendwie ähnlich, ich bin nicht der Einzige. Und allein das kann schon mal eine Erleichterung sein. Das ist noch keine Lösung, aber eine Erleichterung, weil man manchmal den Eindruck hat, ich bin der Einzige, dem es so geht. Und wenn die anderen mitkriegen, dass es mir so geht, um Gottes Willen, das ist ganz schlimm und ich will nicht schwach sein, ich will nicht blöd dastehen, also sage ich lieber nichts. Aber wenn ich mich mal darauf eingelassen habe, vielleicht eine Gesprächstherapie mitzumachen in einer Gruppe, nicht nur in einer Gruppe, aber eben auch, dann kriege ich plötzlich mit, hey, da gibt es noch andere. Und dann ist, wie gesagt, das einmal schon eine Erleichterung. Die Lösung des eigenen Problems kann durchaus in einer Gesprächsgruppe auch dann erfolgen nach und nach, aber sinnvollerweise erst durch ein weiteres Einzelgespräch. Das heißt, das Reden kann durchaus etwas bewirken. Das hat auch seinen Sinn darin, wenn man zum Beispiel sich selber ganz viele Gedanken macht und möglicherweise ins Grübeln gerät, von einem aufs nächste, vom Hundertsten ins Tausendstel und sich immer wieder überlegt, ja, wenn ich das mache, könnte das passieren, wenn ich das mache, könnte das passieren. Und wenn man das nur in seinen eigenen Gedanken macht, dann kommt man da schlecht raus. Wie gesagt, nicht jeder, manche schaffen es problemlos, zumindest im Laufe der Zeit. Aber wenn man da nicht gut mit klarkommt, dann kann das drüber reden helfen. Manchmal reicht es auch schon, die vielen Dinge, die einem durch den Kopf gehen, einfach mal aufzuschreiben. Ist auch eine Art der Therapie. Man nimmt sich ein Blatt Papier, schreibt sich auf, was gehen mir an Gedanken durch den Kopf, was spricht dafür, was spricht dagegen, was kann ich da tun, was kann ich da tun, was sind da Hinderungsgründe, was sind Dinge, die mich vielleicht voranbringen. Wenn ich das aufschreibe, habe ich schon mal vieles aus dem Kopf raus und kann es dann auf dem Papier sehen. Auch das ist eine wunderbare Möglichkeit. Viele psychologische Therapeuten nutzen das auch. Das kann auch eine Art Tagebuch sein oder ähnliches. Aber
Manchmal ist tatsächlich eine Psychotherapie sinnvoll. Und an dieser Stelle eine kleine Unterscheidung. Es gibt, das heißt jetzt doppelt gemoppelt, das heißt einfach so, das ist der offizielle Begriff, psychologischer Psychotherapeut oder psychologische Psychotherapeutin. Klingt jetzt doppelt gemoppelt, gehört aber tatsächlich dahin, denn der Begriff Psychotherapie als solches ist nicht geschützt. Da könnte sich jeder, der auf der Straße steht, auch Psychotherapeut nennen und sagen, ja, ich helfe den Leuten mit meinen Wunderheilkräften oder so oder mit meinen Alltagskenntnissen. Das kann auch manchmal helfen, so ist es nicht. Aber wenn man wirklich gut Unterstützung braucht im psychologischen Bereich, dann kann es eben sein, dass man wirklich einen ausgebildeten psychologischen Psychotherapeuten braucht und dieser Begriff ist geschützt, psychologischer Psychotherapeut. Das heißt also, wenn Sie eine psychologische Belastung haben, vielleicht Depressionen, vielleicht Ängste, verzweifelt sind, überfordert sind mit ihrem Leben buchstäblich, auch wenn es in der Partnerschaft nicht klappt oder mit der Erziehung der Kinder nicht funktioniert, da kann man natürlich erstmal eine Beratungsstelle aufsuchen. Auch das ist wunderbar. Eine Ehe-Familie-Lebensberatungsstelle und dann sagen die vielleicht, ja, wir treffen uns noch 2-3 Mal und dann ist das Problem vielleicht gelöst oder zumindest hat man Ideen, ach so geht das und dann lese ich vielleicht nochmal ein Buch und bekomme da nochmal ein paar Inputs, wunderbar. Aber es kann auch sein, dass die Berater dann sagen, nee, wissen Sie, machen Sie doch lieber mal eine Therapie. Und noch einmal, deswegen heißt es nicht, dass Sie verrückt sind, sondern Sie sind in einer Lebenssituation, die Sie alleine nicht gut in den Griff bekommen. Und auch Berater heißen eben Berater und nicht Therapeuten und schon gar nicht psychologische Psychotherapeuten, weil auch deren Kenntnisse und Erfahrungen eine Grenze unterworfen sind. Und psychologische Psychotherapeuten haben in der Regel eine ganze Menge gelernt und auch sehr, sehr viele Erfahrungen. Und das Ganze ist wissenschaftlich basiert, sodass Sie davon ausgehen können, dass Ihnen da gut geholfen wird, wie die Medizin auch wissenschaftlich fundiert und basiert ist. Wenn Sie zum Arzt gehen, Ärzte sind faktisch Wissenschaftler, wenn Sie so wollen, haben studiert und haben auch gelernt, wie man bestimmte Medikamente einordnet, wissenschaftlich, wie man bestimmte Erkrankungen und Symptome einordnet, wissenschaftlich. So ist es auch bei psychologischen Psychotherapeuten. Die haben eben gelernt, all das, was Menschen an Beschwerden haben können, an seelischen Problemen, psychischen Beschwerden haben können, zu erfragen, zu untersuchen mit Fragebögen oder im Interview, in Anführungszeichen, also im Gespräch, um dann zu sagen, aha, das ist vermutlich diese und jene Erkrankung oder diese und jene Störung und an dieser kann man dann in der Regel ziemlich gut arbeiten. Psychologischer Psychotherapeut, es gibt eben auch noch ärztliche Psychotherapeuten und es gibt darüber hinaus noch Psychiater. Das alles ist ein bisschen schwierig. Ich will das jetzt nicht allzu sehr vertiefen. Es gibt auch sehr gute ärztliche Psychotherapeuten. Das sind also Ärzte, die noch eine Psychotherapieausbildung gemacht haben. Und da gibt es eben Psychiater. Das sind auch Ärzte, die aber eben im Bereich der Psychiatrie arbeiten. Das heißt tatsächlich mit Menschen, die nicht nur durch Lebensumstände und konkrete aktuelle Erkrankungen oder zu viel Stress krank geworden sind, sondern die zum Beispiel durch angeborene oder genetische Aspekte eine Erkrankung bekommen haben. Sie haben vielleicht schon von Schizophrenie gehört, wo man Wahnvorstellungen hat oder Halluzinationen hat, die so schnell nicht weggehen, wo man wirklich Medikamente braucht, zum Teil auch Gesprächstherapie, aber in vielen Fällen auch Medikamente oder wo Drogen eine Rolle spielen und viele, viele andere Dinge mehr. Auch Psychiater können an dieser Stelle gut helfen. Psychiater sind aber als Ärzte eher mal geneigt, will ich mal so vorsichtig formulieren, Medikamente zu geben, während psychologische Psychotherapeuten keine Medikamente geben dürfen, aber im Einzelfall tatsächlich mit Psychiatern oder anderen Ärzten zusammenarbeiten müssen, damit eine gute Behandlung zustande kommt. In einem der letzten Videos zum Thema Ängste hatte ich schon gesagt, ein Psychotherapeut wird Sie, wenn Sie mit Ängsten kommen, vermutlich erst einmal fragen, waren Sie schon mal beim Hausarzt, haben Sie sich dann schon mal bezüglich der Schilddrüse oder anderen Hormonen untersuchen lassen, weil das nämlich Symptome machen kann, die Ängsten sehr ähnlich sind. Und wenn man das als Betroffener selber nicht weiß, dann denkt man halt, okay, ich habe Angst. Dabei ist das nur eine innere Unruhe und ein komisches Gefühl und komische Gedanken, die einfach durch die Schilddrüsenüberfunktion zum Beispiel zustande kommen. Auch Depressionen können genetische Ursachen haben im gesamten Stoffwechsel,
auch hier bitte untersuchen lassen, entweder genetisch oder eben einfach nur erstmal vom Hausarzt. Verschiedenste Proteine können Probleme machen. Das heißt also, im Stoffwechsel kann Verschiedenes schiefgehen, was sich dann im Gehirn abspielt, wo Depressionen, aber auch wieder Ängste entstehen können. Aber auch sowas wie Halluzinationen und Wahnvorstellungen und sonst irgendwas, ohne dass man damit jetzt psychiatrisch verrückt wäre, jetzt in dem althergebrachten Sinne des Wortes. Deswegen, die medizinische Seite und die psychologische Seite sollten idealerweise eng zusammenarbeiten. Wenn man jetzt aber tatsächlich erstmal beim Hausarzt war und da ist tatsächlich alles in Ordnung und dann zum Psychologen geht und sagt, wissen Sie, ich traue mich eigentlich nicht zu Ihnen zu kommen, ich will eigentlich selber damit klarkommen, dann werden Sie natürlich nicht überfrachtet mit irgendwas und Sie müssen sich da quasi seelisch ausziehen, sondern als Psychotherapeut und Psychotherapeutin hat man natürlich ein großes Repertoire an Fragemöglichkeiten. Es geht darum, dass man versucht, Sie als Betroffenen zu verstehen, so gut es geht. Deswegen ist es im Laufe der Zeit auch unumgänglich, dass Sie sich natürlich öffnen, denn nur dadurch, dass Sie nach und nach für sich erfahren, was sind denn mögliche Ursachen meiner psychologischen Belastungssituation übers Leben, über die letzten Jahre oder im Zusammenhang mit irgendeiner schweren Erkrankung. Wie komme ich damit klar? Was kann ich da tun? Und auf dieser Basis sich zu öffnen, was vielen schwerfällt, das kenne ich und verstehe ich sehr gut. Das aber zu tun, im Laufe der Zeit, nicht sofort, das braucht ein wenig Vertrauen natürlich, das kann auch Wochen dauern, bis man da ein gewisses Vertrauen aufgebaut hat oder zumindest das Zutrauen aufgebaut hat, dass man eben bestimmte Dinge sagen kann, die man vielleicht im Leben noch nie jemandem gesagt hat, noch nicht mal der ersten Liebe gesagt hat und so weiter. Psychotherapeuten sind darauf angewiesen, dass sie sich quasi öffnen. Und seien Sie natürlich versichert, all das, was in der Psychotherapie stattfindet, bleibt hinter verschlossenen Türen und die Verschwiegenheitspflicht ist dort auf jeden Fall gegeben. Im Zusammenhang mit kirchlichen Dingen, religiösen Dingen besser gesagt, kann es sein, dass man auch vielleicht Ängste hat, Unsicherheiten hat, die mit Gott, der Religion zu tun haben. Deswegen kann es hier auch sehr sinnvoll sein, erst einmal vielleicht zu einem Seelsorger zu gehen, einem Pfarrer, Priester und so weiter, um da mal zu schauen, was steckt denn hinter meinen komischen Gedanken? Ich habe Angst vor Gott oder ich habe Angst, mich zu öffnen, weil ich vielleicht irgendwas gemacht habe, was vor Gott schlimm wäre und was weiß ich nicht alles. Und in früheren Zeiten war es nicht ganz selten, wenn man irgendwie mit der Kirche in Verbindung war, dass dann halt auch die Priester und die Pfarrer gesagt haben, wenn du nicht lieb bist, dann kommst du in die Hölle. Und wenn man das als Kind hört und quasi im Leben mitnimmt, ja, dann hat man vielleicht irgendwann auch Probleme damit. Und dann kommt man halt vielleicht zu einem Psychotherapeuten, der sich damit nicht gut auskennt, dann sollte man erst einmal zu einem Seelsorger gehen. Aber es gibt durchaus auch Psychotherapeuten, die mit religiösen Themen durchaus vertraut sind, auch verschiedenen Religionen, Christentum, Judentum, Islam und so weiter, sodass man da ein bisschen suchen muss im Einzelfall, aber dann doch Unterstützung bekommt. Denn es ist nichts Schlimmeres, als wenn man nicht verstanden wird in seiner Religiosität, weil ein Therapeut damit nicht anfangen kann. Also da sollte man schon versuchen, sozusagen gut sich zusammenzufinden. Und deswegen dienen die ersten Termine einer Psychotherapie auch dazu, erst einmal ein bisschen sich zu beschnuppern, in Anführungszeichen, ein wenig sich kennenzulernen, gegenseitig auch kennenzulernen. Und ja, Sie kennen es selber, die Chemie muss ein bisschen stimmen. Und wenn die nicht stimmt, wenn Sie sich unwohl fühlen, ist das in der Regel beidseitig. Und da muss man dann sagen, nee, das klappt mit uns nicht. Und dann kann man dann auch mit Hilfe der Krankenkasse oder über die Krankenkasse nochmal einen weiteren Therapeuten dann nehmen, wo es dann vielleicht eher passt. Aber denken Sie auch daran, dass wenn man zum Beispiel sehr viel, ja, zu wenig Vertrauen hat in seine Mitmenschen, egal wen, dann vielleicht auch in einen Psychotherapeuten. Und dann kann es sein, dass man den nicht mag, in Anführungszeichen, weil man einfach sich nicht öffnen will. Deswegen versuchen Sie ein wenig Vorschussvertrauen zu geben, wenn Sie in eine Psychotherapie hineingehen. Letzter Punkt. Leider dauert es aktuell und schon seit vielen Jahren, teilweise ein Vierteljahr, halbes Jahr und länger, bis man einen Psychotherapieplatz bekommt. Lassen Sie sich davon bitte nicht entmutigen.
Suchen Sie vielleicht tatsächlich erst einmal eine Beratungsstelle aus, also melden Sie sich für eine Psychotherapie an. Da können Sie im Telefonbuch suchen, im Internet, und Sie rufen dann an und sagen, ja, ich brauche eine Psychotherapie. In der Regel kriegt man dann einen ersten Termin nach ein paar Wochen. Da wird grob geguckt, was ist das für eine Art von Symptomatik, welche Art der Therapie könnte vielleicht am besten sein. Und dann ist entweder der Therapeut oder die Therapeutin, mit der Sie dann gesprochen haben, der oder die, die dann auch weitermacht. Oh, es kann aber auch jemand anders sein. Und dann dauert es aber, wie gesagt, in der Regel eine ganze Weile, bis man dann die eigentliche Therapie beginnt. Einmal die Woche, zweimal die Woche, in der Regel einmal die Woche. Aber in der Zeit bis dahin, scheuen Sie sich bitte nicht, vielleicht auch trotzdem mal eine Beratungsstelle aufzusuchen. Scheuen Sie sich nicht, vielleicht auch, wenn Sie jetzt nicht religiös sind, auch mal zu einem Seelsorger zu gehen. Auch wenn es da jetzt nicht um Gott und religiöse Dinge geht, aber einfach mal Dinge loszuwerden. Besonders, wenn Sie vielleicht alleine sind und so jetzt niemanden haben, mit dem Sie reden können. In der Partnerschaft kann es hilfreich sein, wenn Sie Freunde, also gute Freunde haben oder Freundinnen haben, kann es hilfreich sein, sich auch dort zu öffnen, wenn Sie wirklich gute Freunde haben und Freundinnen haben, die ja vertrauensmäßig zuverlässig sind. Und das sind gute Freunde, das ist meine Definition von guten Freunden, oder ein Teil davon gehört zusammen. Deswegen, versuchen Sie nicht alles selber in den Griff zu bekommen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Hilfe brauchen, dann haben Sie den Mut, auch die Hilfe zu erfragen, zu erbitten. Lassen Sie sich auf der anderen Seite nicht abwimmeln, denn wenn man Hilfe braucht, braucht es, wie gesagt, schon ein bisschen Mut, überhaupt um Hilfe zu bitten. Und dann, ja, vielleicht doch erstmal zum Hausarzt, dann vielleicht den Psychotherapeuten schon mal anfragen, dann vielleicht eine Beratungsstelle und oder einen Seelsorger ansprechen, auch die Telefonseelsorge mal als Beispiel. Einfach um die Dinge mal auszusprechen, die so belastend und schwer auf der Seele liegen. Das ist noch nicht die Lösung, aber es ist erst einmal ein erster Schritt. Dazu möchte ich Sie gerne ermuntern, ermutigen. Und wenn Sie Ähnliches schon mal erlebt haben, in der einen oder anderen Form, dann können Sie gerne in ganz, ganz vorsichtiger Form, denn das sind ja ganz persönliche Dinge, die Sie dann vielleicht mal in die Kommentare schreiben können. Also ganz persönlich ist nach Möglichkeit nicht, denn das wird ja von allen möglichen Menschen gelesen. Aber so ganz allgemeine Dinge, wo Sie sagen, ja, ich hatte mal eine Therapie oder mir ging es mal schlecht und die Therapie hat mir geholfen oder es hat eben so und so lange gedauert oder es ging mal schneller. Solche Dinge können Sie natürlich auch gerne mal als Kommentare unten hinschreiben. Ansonsten, wenn Ihnen das Video und die Informationen gefallen hat, dann gerne auf den Like-Button klicken, den Daumen nach oben, teilen Sie das Video auch gerne, denn ich weiß, dass viele Menschen seelische, psychische Probleme haben und sich manchmal tatsächlich nicht trauen, Psychotherapie aufzusuchen. Vielleicht ist so ein Video wie dieses dazu geeignet, da mal ein paar Hinweise zu geben und sozusagen den Mut zu fassen, dann zu einem Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin zu gehen. Wenn Sie mögen, auch gerne den Kanal abonnieren. Erzählen Sie es auch weiter, dass es diesen Kanal gibt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Video. Tschüss.